anstatt nur auf Maus zu klicken, schütteln wir uns hier in Olten in der Schütze mal richtig die Hand. Und zwar ist das ein Treff von Twitterer und Blogger von der Schweiz. Es ist im Prinzip das zweite Mal, dass das sogenannte ERUG stattfindet. Und zwar war das letztes Jahr eine Idee, eigentlich eine Art Sommerfest zu machen. Und weil wir Sponsoren haben gesucht, sind wir als nächstes auf die Idee gekommen, dass wir lustigerweise im Sommer ein Raclette machen können. Darum heisst das ERUG eidgenössisches Raclette und Grillfestival der Schweizer Blogger und Twitterer. Also offline bringt viel, man hat viel mehr Zeit zum Reden, man kann mal mehr als 140 Zeichen verwenden. Man sagt ja immer, Twitter sind die, die sich anonym bleiben wollen, aber es stimmt eigentlich nicht. Twitter sind sehr offene Menschen und die trifft man hier. Ich finde es super, ich habe schon sehr nette Menschen kennengelernt, die ich vor etwa 15 Minuten noch nicht gekannt habe und für das ist ja der Abend perfekt. Ich war schon letztes Mal an diesem Anlass, letztes Jahr. Und habe hier eigentlich das ERUG schon mega cool gefunden. Und ja, wir bestehen Computer und Electronics. Wir finden eigentlich, dass wir das Blogger- und das Twitterland Schweiz eigentlich unterstützen sollten. Und darum tun wir uns da gerne beteiligen. Hier hockt jetzt alles Blogger, Twitterer, oder? 200, glaube ich. Wenn ich hier abkacke auf der Bühne, oder? Und ich habe einen Twitter-Account, dann werden dann 200 Twitterer schreiben, hey, was macht dieser Depp da auf der Bühne? ERUG 2012, das ist der Knack. Ich gehe bitte weg mit Hits im Gepäck. Everybody! Das wäre das zweite ERUG gewesen. Ich danke allen herzlich, die gekommen sind. Der Kneckebull hat jetzt die Bühne gerockt. Wir sind alle zufrieden und werden es auch noch weiterhin zufrieden haben. Und es wird garantiert nicht das letzte ERUG gewesen sein. Bis zum nächsten Mal.